Lukas Turek von den Crocodiles Hamburg. Dein Vertrag wurde jetzt Anfang der Woche verlängert. Du warst zurzeit in der Tschechei. Wusstest du davon? Ja, also ich wusste das schon, weil das war mit Koshi schon abgesprochen. Ja, also seit ein paar Wochen wusste ich das schon, aber ja, rauskommt das erstmal jetzt am Montag. Letzte Saison war für dich ja ein bisschen schwierig. Du warst ja sozusagen überzähliger Importspieler. Im Herbst sollst du einen deutschen Pass kriegen. Meinst du, das klappt alles bis zum Saisonbeginn? Ja, also ich hoffe und ja, wurde mir das auch so gesagt, dass ich das nach 3 Jahren bekommen sollte. Und ja, wie gesagt, ich spreche nicht so gerne darüber, wenn das noch nicht alles am Ende ist. Aber ja, ich sage das immer so, wenn ich den Pass im Hand habe, dann bin ich einfach bereit zu spielen und ja, freue ich mich schon drauf. Du bist ja Verteidiger. Wo liegt da dein Schwerpunkt? Mehr in der Defensive oder da offensiv mit reingehen? Nein, also ich glaube, die Leute wissen das und ich sage mal das so, ich versuche nach vorne nichts Großes, aber ja, ich versuche der Mannschaft schon in Defensive stärken und ja, da fühle ich mich auch so wohl in Defensiv, Unterzahl und ja, das ist halt mein Ding. Würde es für dich eine Umstellung sein, jetzt in der ersten Mannschaft zu spielen? Da geht es ja doch vielleicht ein bisschen schneller und intensiver zu als in der zweiten, wo du letztes Jahr aktiv warst. Ja, auf jeden Fall. Also, ja, ich sag mal, ich war immer mit erster Mannschaft beim Training und so, aber ja, du hast halt keine Spielpraxis und ja, musst du umso viel trainieren, dass du irgendwie mithalten kannst. Und ja, aber ich muss sowieso beim zweiten Mannschaft bedanken, dass ich mitspielen durfte und mindestens ein paar Spiele machen, weil wenn du eine Saison komplett stellst, dann ja, ist das gar nicht so gut. Also wird das auf jeden Fall schwer für mich, aber deswegen trainiere ich jetzt im Sommer ziemlich hart, damit ich ja wie gesagt gut vorbereitet bin und ja die Leute hier beweisen kann, dass das alles Sinn macht, auf mich zu warten und ja, so ist das. Wie sieht so ein Sommertraining für euch aus? Ja, also ich sage, die Spieler, die schon Vertrag haben, Das sind viele schon erfahrene Jungs, das sind quasi auch Profis, also wir wissen schon, was wir machen sollen, wie uns am besten vorbereiten und ja, wir werden auf jeden Fall auf neue Saison gut vorbereitet. Ihr habt ja bis jetzt noch keinen Trainer, hast du da schon was gehört, wer in der Verlosung ist? Nee, also ich glaube, mir ist das auch ziemlich egal, wer der Trainer wird, weil ich und glaube ich jeden Spieler, wir müssen uns beweisen und jeder will das Beste rausholen und ob wir der oder der Trainer ist mir egal. Dann wünsche ich dir eine schöne Saison und viel Spaß.